Also, das ist meine Campingbox. Alles in Selbstarbeit entstanden. Mehrere, weiß ich nicht, fast 100 Arbeitsstunden liegen da bestimmt drauf. Wie dem auch sei, auf jeden Fall habe ich hier zwei Knöpfe, um die großen Schubladen zu verriegeln. Das heißt, wenn irgendwelche Gegenstände hier drin sind und ich beim Fahren beschleunige, dann sind die hier blockiert, beide Schubladen, beide großen. Warum sage ich große? Also das Ganze fängt natürlich so an. Ich habe hier einmal eine große Schublade, die quasi hier, auf der man hier arbeiten kann. Das Ganze hier ist klappbar. Das Ganze ist unterteilt in zwei Fächer. Ich habe hier hinten im Prinzip quasi ein versteckteres Fach. Hier vorne habe ich eins, das auch hier geöffnet werden kann. Das Ganze arretiert hier. Dadurch kann ich im Prinzip hier einen Wasserkanister draufpacken. Ja, genau. Lässt sich hier auch verriegeln. Hier habe ich dann quasi Platz zum Arbeiten. Hier habe ich eine zweite große Schublade. Die ist folgendermaßen aufgeteilt. Ich habe hier, kann ich das hier auch aufklappen. Hier hinten habe ich auch wieder ein verstecktes Fach. Ja, genau. Ich habe hier im Prinzip nochmal unter Verriegelung nochmal eine Schublade. Da kann ich dann quasi den Gaskocher rein, Gewürze. Ich meine, sieht jetzt aus wie Sau, aber ist egal. Habe hier unten nochmal eine Schublade, an die ich jederzeit rankomme. Zudem habe ich die Möglichkeit, Klappe hier aufklappen. Zudem habe ich die Möglichkeit, hier auf der Seite, genauso wie auf der anderen Seite, zwei solche Dinger hier rauszuklappen. Dadurch lässt sich meine Arbeitsfläche vergrößern. Das Ganze geht natürlich auch auf der anderen Seite. Dann habe ich hier nochmal mehr Arbeitsfläche. Unter der Matratze findet sich nochmal eine Platte, die lässt sich rausnehmen. Die kann ich dann, wenn ich wirklich viel Arbeitsfläche brauche, hier drauflegen. Das gleiche geht da drüben auch. Und dann habe ich hier eine wahnsinnig große Küche, wo ich auch jederzeit an meine Sachen rankomme. Kann hier kochen, hier schnippeln, machen. Also Platz ohne Ende, Möglichkeiten ohne Ende. Genau, das ist so der Überblick über meine Campingbox hinten. So, dann kommen wir jetzt quasi zum vorderen Ausbau der Campingbox. Mir war an der Stelle natürlich wichtig, dass ich mit den Sitzplätzen immer flexibel sein kann. Aktuell, so wie es jetzt verbaut ist, ich habe hier auf der Rückseite eine Box, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Die ist separat, die gehört nicht zur Campingbox dazu, also die kann auch, der Ausbau kann natürlich auch ohne diese Box verwendet werden. Und zwar habe ich hier oben eine Platte, die lässt sich hier an den Scharnieren einhängen. Also hier sind Scharniere verbaut. Das sind keine festen Scharniere, das heißt, ich kann die Platte einfach ein bisschen hier rüber schieben und dann ist die Platte quasi von der Box getrennt. Hat den Vorteil, dass ich hier noch den dritten Einzelsitz einbauen kann oder eben auch die komplette Sitzreihe. Das heißt, ich bin auf 5 Sitzplätze oder 3 Sitzplätze, je nach Konfiguration. So wie es aktuell ist, kann ich 3 Sitzplätze verwenden und ja. Genau, das Ganze ist hier mit Spanngurten befestigt, oben an den Lastpunkten. Die sind auch rückstandslos entfernbar. Das heißt, es gibt da irgendwie keine Probleme oder sowas. Das funktioniert super. Hat auch den Vorteil, dass wenn man hier noch einen Knoten reinmacht oder sowas, wenn man das möchte, dann kann man hier das hier anders einhängen und dann kann man abends noch entspannt ein Buch lesen. Und passt auch gut zu dieser Matratze. Die ist faltbar und ist jetzt kein Spannbezug drauf, aber die ist hier an diesen Punkten eben genau faltbar und das geht hier genau auf. Das heißt, es gibt keine komischen Knicks oder sonst was in der Matratze. Ja, auf der anderen Seite. So, auf der anderen Seite, auf der Fahrerseite quasi, habe ich mir noch eine Box gebaut, die ist hier verriegelbar, kann ich hier rausziehen. Da habe ich die Möglichkeit, eine Kühlbox, ich habe aktuell eine Plug-in Festivals Kühlbox
mit 30 Liter Volumen hier verbaut im Normalfall. Oder man kann sie auch einfach für Einkäufe oder sonstiges nehmen. Hinten habe ich ein paar Löcher reingebohrt, damit die Kühlbox nicht überhitzt. Ja, das funktioniert super soweit. Diese Box lässt sich verriegeln, dann geht beim Fahren auch nichts auf. Die lässt sich auch unter, also wenn ich jetzt hier die Schublade rausnehme, die Zügel lassen sich hier quasi entriegeln. Und dann kann man hier die Schubladen rausnehmen. Das ist bei der kompletten Campingbox so. Wir haben alle die gleichen, also alle die gleichen Auszüge verbaut. Alle Schubladen sind gleich. Alle haben dieses Soft Close, was das Ganze auf jeden Fall ein bisschen wertiger macht. Hier lassen sich einfach die Muttern lösen. Die sind unten quasi an dem, wie heißt denn das? Da, wo man den Sitz einhängt, da ist das quasi verschraubt. Diese ganzen Muttern lassen sich einfach lösen, dann lässt sich das Ding rausnehmen. Das ist eine Sache von 2-3 Minuten. Dann kann man quasi die Zweiersitzbank reinbauen und man hat dann 5 Sitzplätze in Summe. Wie gesagt, diese Platte lässt sich einfach aushängen, Sitze hochklappen und man ist komplett flexibel. So, wenn ich dann 5 Sitzer unterwegs bin und mich entscheide, in dem Auto zu schlafen, kurzfristig oder wie auch immer, oder die Sitze nicht rausnehmen will, dann klappe ich einfach nur die Sitze um, kann die Platte einhängen und kann in dem Auto schlafen. Ja, das soweit zur Campingbox. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, könnt ihr mich jederzeit anschreiben oder wir können telefonieren oder wie auch immer. Sollte alles kein Problem sein. Ach so, was mir gerade noch einfällt, ich habe hier noch die Möglichkeit verbaut, quasi, das sind 4 Lasthaken verbaut in der ganzen Campingbox, dass man noch Sachen irgendwie draufspannen kann. So, was mir noch eingefallen ist, ich habe hier noch eine kleine Wasserwaage verbaut, was dem Ganzen, was natürlich was bringt, wenn das Auto irgendwie schief steht oder sowas, dann kann man das alles ausrichten, kann das hier hinten an der Wasserwaage überprüfen, ob das Auto gerade steht. Genau. Nochmal hier dazu, das sind quasi diese Platten, die habe ich mir damals gefräst, als die Campingbox die Platten noch nicht hatte. Da hatte man die Möglichkeit, dass man nicht aussteigen musste, um irgendwas aus den Schubladen zu holen. Das geht natürlich, wenn man diese Platten einfach rausschraubt. Ich fand es aber so geschickter. Und ja, die kann man dann jetzt eben benutzen, um die Arbeitsfläche zu erweitern, wie ich euch vorher schon gezeigt habe. Ja, das war's.